Grüß euch. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin der Markus Salha. Danke für die nette Überleitung. Freut mich immer sehr, wenn ich so warm im Prinzip begrüßt werde. Aber mir ist es an und für sich nicht so recht, über meine Erfolge zu sprechen, weil ich momentan ja noch aktiv in der Karriere bin und der Blick stets nach vorne gerichtet ist. Und glaube ich dann erst, wenn ich dann aufhöre, so richtig dann ein bisschen reflektiert wird, was ich erreicht habe. Also wie schon gesagt, ich bin der Markus Salha, bin Paralympics-Sportler, also ich bin im Para-Ski-Alpin-Team in der Sparte im ÖSV und bin da eigentlich jetzt schon relativ lang dabei, bin seit 2007 dabei und habe relativ viel Wander mitgemacht. Ich möchte euch einmal am Anfang sagen, was ich tue, und deswegen werden wir jetzt da mal ein Video starten. Genau, also ich bin Skifahrer, man hat es vielleicht gesehen, trotz meiner Beeinträchtigung fahre ich mit zwei Ski und was man am Video schlecht gesehen hat, ich fahre mit einem Stock und das ist deswegen gekommen, weil wir halt schon uns ausgetestet haben sozusagen, also wie es am besten geht mit meiner Beeinträchtigung und da sind wir eben drauf gekommen, dass es keinen Sinn macht, in der rechten Hand einen Stock zu halten. Ich bin am 01.06.1991 geboren, also bald richtig alt, 32. Von Geburt an habe ich eine halbseitige Lähmung. Ich habe bei der Geburt den Nabelschnur im Hals gehabt und dadurch halt einen Sauerstoffmangel, mehr oder weniger erlitten, kann man sagen. Was dazu geführt hat, dass halt im Hirn Zellen abgestorben sind, die rechte Seite steuern. Und habe aber das Glück gehabt, und das muss man auch gleich dazu sagen, dass ich Eltern gehabt habe, die den Ist-Zustand akzeptiert haben und die dann auch mit mir gearbeitet haben. Und das war ziemlicher Aufwand von den Eltern, dass sie mich dorthin gebracht haben, dass ich selbst auf die Vier stehen kann und auch selbst sozusagen auch durchs Leben gehen kann. Bin eben trotzdem seit dem dritten Lebensjahr auf die Ski. Das ist deswegen gekommen, weil der Papa am Nassfeld, da ist in Kärnten Trainer war oder Trainer ist beim SV Tröppolach. Und bin der mittlere von zwei Brüdern und ich wollte eigentlich immer meinen Brüdern nacheifern und da hat es eben keine Diskussion gegeben, ob ich Skifahre, sondern wie ich Skifahre. bin eben ganz normal 4 Jahre Volksschule gegangen, bin dann ins Unterstufe im Europagymnasium in Klagenfurt gegangen. Und dann habe ich einen Sprung in Sportpark in Klagenfurt geschafft. Das ist eine Schule, die ist 5-jährig. Die sich speziell auf junge Athleten sozusagen spezialisiert. Du hast im Prinzip in 5 Jahren denselben Stoff wie andere in 4 Jahren, aber im Unterricht sind 8 Stunden pro Woche Training integriert. Ich war der erste Parasportler bei uns an der Schule und das war auch wieder ein Thema, was mit Akzeptanz zu tun gehabt hat für die Verantwortlichen von dem Schulsportleistungsmodell. Ob sie sich trauen, an Paraathleten, also an Jugendlichen mit einem Handicap überhaupt aufzunehmen. Weil bei meiner Behinderung ist es so, man sieht äußerlich recht wenig und deswegen war halt oft die Frage, schafft der Markus jetzt die 500 Meter ins Fitnesscenter zu Fuß oder braucht er ein Taxi und so weiter. Und da hat es, erstens haben wir Diskussionen gegeben, weil natürlich dann gleich mal sozusagen ein Vorurteil da war, dass ich halt vielleicht geistig auch ein bisschen was habe und deswegen auch nicht vielleicht im Unterricht folgen kann. Aber schlussendlich mit der Beauftragte für behinderte Kinder in Kärnten haben wir dann zumindest die Lösung gehabt, dass ich ein halbes Jahr auf Probe sozusagen in die Schule gehen habe dürfen. Und dann eigentlich recht schnell klar war, dass es eigentlich nicht so wirklich ein Problem ist und ich das halbwegs gut meister.
habe ich 2011 maturiert und dann habe ich Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Das hat den Grund gehabt, erstens einmal bin ich bei einem Praktikum abgelehnt worden, weil sich die Firma nicht vorstellen hat können, dass ich da das Praktikum positiv bewerkstelligen kann, eben weil man eben keine Behinderung sieht. Und da war auch eben die Akzeptanz meiner Beeinträchtigung nicht da. Aber zum anderen ist es einfach auch für mich wichtig gewesen, erstens einmal zu wissen, wie kann ich mich präsentieren, wie kann ich einfach auch die Medienabläufe besser verstehen, um dann eben auch den Parasport, aber auch meine Karriere medial zu pushen. Bin 2018 fertig geworden damit und mittlerweile, ja, tue ein bisschen hobbymäßig im Master studieren, aber ich komme nicht viel weiter, weil auch unser Sport professioneller geworden ist und wir sind eigentlich von September bis April eigentlich, ja, Montag bis Freitag unterwegs und so wie jetzt, Anfang Mai hat es wieder angefangen, am Olympiazentrum in Klagenfurt, zweimal am Tag Training, das heißt, einen Tag haben wir frei, am Sonntag haben wir frei und sonst bin ich eigentlich täglich im Fitnessstudio bzw. am Rad oder sonst da Crossfit, Laufbahn oder wie immer. Bin seit Februar 2014 beim Zoll und der Zoll war 2008 die erste Institution in Österreich und eigentlich auch weltweit, die Parasportler aktiv sozusagen zu den Zollsportkadern, nicht behinderten Kader aufgenommen hat. Ist auch wieder ein Zeichen von Akzeptanz und man sieht einfach auch, dass sich in der Gesellschaft was tut. Und ist eine super Absicherung. Ich darf 3 Monate arbeiten und 9 Monate insgesamt habe ich frei für den Sport, fürs Training, für Events, so wie heute zum Beispiel. Also ist richtig angenehm, um eben auch den Sport weiterzubringen. Zu den sportlichen Erfolgen gehen wir schnell rüber. Der wichtigste Erfolg für mich war eigentlich der Gesamtweltcup 2016-17, weil der Gesamtweltcup spiegelt im Prinzip die Leistung der ganzen Saison wider und da muss man einfach sehr konstant unterwegs sein. Und das war richtig schön, dass ich es einmal geschafft habe. 8-mal Weltmeister. Bei mir ist es eigentlich immer so, wenn ich Weltmeister wäre, dann wäre ich immer im Double, also Abfahrt und Super-G. Und hab 2013 war das erste Double und letzte Saison, also 2023 in Espoo, das letzte Mal. Und es macht mir einfach erstens einmal Skifahren Freude und die Passion ist da. Und deswegen glaube ich, habe ich einfach das, dass ich gern und viel trainiere und, und so auch weiterhin erfolgreich sein kann. Ich bin 2-mal Paralympics-Sieger geworden, Goldmedaillengewinner, Paralympics-Sieger und in Sochi 2014. War natürlich von den Einzelbewerben her schon das Highlight, muss ich schon sagen, weil man natürlich ganz oben am Treppchen stehen kann und da dann die heimische Hymne hört. 2018 habe ich 2-mal Bronze mitgenommen aus Südkorea und 2022 in Peking, also ja, vor 2 Saisonen eigentlich, 2-mal Silber. Jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema Akzeptanz. Da habe ich zuerst einmal ein bisschen eine Selbstreflexion anstellen müssen, weil Akzeptanz bei mir im Leben, so wie es jetzt dann ist, eigentlich nicht mehr so wirklich vordergründige Rolle spielt, weil ich fühle mich eigentlich schon also als Person voll akzeptiert. Es war ein weiter Weg, aber ich werde gesehen, meine Anliegen werden auch gehört, aber im Prinzip, was ist Akzeptanz? Was bedeutet das für mich? Zum einen ist es die Akzeptanz, die jeder für sich feststellen muss. Also man muss sich akzeptieren, wie man ist. Ich habe den Vorteil gehabt, ich habe die Behinderung von Geburt an und da spielt es eben nicht so wie bei einem Unfall jetzt eine Rolle, ob du vorher schon einmal gewohnt warst, zum Beispiel einen Unterschenkel zu haben oder nicht, sondern du lebst
du wächst damit auf. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem schönen familiären Umfeld aufgewachsen bin, die mir alles ermöglicht haben. Und es ist einfach auch wichtig, dass man sich ausprobieren kann. Und bei mir war es halt einfach so, ich habe länger gebraucht, bis ich zum Beispiel Radl fahren kann. Ich habe länger gebraucht, bis ich Schuhbandeln binden kann, weil ich einfach ja, das Lernen haben müssen, mit 1,5 Händen zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel Badesachen in einer Hand. Das gewöhnt man sich einfach an. Und man muss einfach für jede Lösung oder für jedes Problem gibt es eine Lösung. Man muss einfach halt probieren. Das ist, glaube ich, recht wichtig. Und bei meiner Beeinträchtigung, also die rechte Hand ist feinmotorisch eingeschränkt, also kann ich zum Beispiel kein Glas zum Mund führen oder auch beim Fingernägel schneiden. Banale Sachen, gibt es einfach Probleme. Und beim Fuß ist es einfach so, ich kann das Sprunggelenk nicht ansteuern und dadurch, erstens einmal komme ich ein bisschen Schreck daher, aber beim Skifahren ist es noch umso gravierender, weil ich mich da halt nicht auslösen kann aus dem Schwung. Das ist eben die Akzeptanz, die man mit sich selbst haben muss. Meiner Meinung nach gibt es dann eben die Akzeptanz von außen sozusagen. Und das ist einfach, wie wird man gesehen? Wie wird man als Person gesehen? Und wie ich nachgedacht habe, ist mir schon viel in den Kopf gekommen. Zum Beispiel, dass Kinder viel weniger Vorurteile haben und deswegen auch die Situation leichter akzeptieren können. Und das war bei uns zum Beispiel im Verein so. Wie ich da frisch dazugekommen bin, da war einmal das Thema, warum fahre ich mit einem Stock, nur mit einem Stock, und dann ist es erklärt worden und dann war es eigentlich gegessen. Also ich habe ganz normal, oder ich habe eigentlich mehr Freund im Verein gehabt, wie in der Schule, weil in der Schule das ganze Thema ein bisschen anders behandelt worden ist und einfach auch, also es wird einfach anders behandelt. Wahrscheinlich auch offener, weil halt einfach die Vorurteile nicht da sind. Bei uns im Sport ist natürlich Akzeptanz beim Parasport nicht so einfach, weil im Gegensatz zu zum Beispiel Nationen wie Amerika, Großbritannien, der Parasport nicht so wirklich eine große Rolle spielt, weil nämlich zum Beispiel in Amerika ist es so, durch die vielen Kriege, was die USA führt, haben sie natürlich sehr viele Verwundete, die gehören versorgt und Sport ist ein super Mittel zu Leid wieder zu resozialisieren und dass man ihnen einen Sinn im Leben gibt. Und dadurch ist einfach das Thema Paralympics, Parasport und der Mensch mit Handicap ein bisschen mehr im Vordergrund. Man sieht meiner Meinung nach in Amerika teilweise mehr Leute mit einem Handicap. Und da wird das auch ganz einfach ein bisschen anders gesehen und meiner Meinung nach auch besser akzeptiert. Bei uns in Österreich ist es im Prinzip die letzten 8-9 Jahre ziemlich aufwärts gegangen. Wir haben die Integration in den ÖSV geschafft. Wir haben da schon relativ viel bewirken können. Ich bin momentan, wie früher schon gesagt worden ist, Sportler, Athletensprecher im Paralympischen Komitee und eben auch im ÖSV für die Paralympics, also für die Paraski-Alpin-Sparte, Sportler, Sprecher, und probieren natürlich da das Ganze ein bisschen weiterzuentwickeln, sei es jetzt medial oder halt da integrationsmäßig im ÖSV. Es war, und das kann ich euch berichten, kein Zuckerschleck mit einem Peter Schröcksnadel sozusagen auf einem Tisch zu sitzen und ihm die Vorstellungen von einer Integration der Parasparte ein bisschen näher zu bringen. Weil für den Peter war klar, mit uns macht er kein Geld. Für den Peter ist er klar nach wie vor, dass wir eigentlich zwar dabei sein, aber wenn jetzt der Staat, also das Sportministerium, das Sozialministerium, keine Subventionen uns geben wird, dann hätten wir wahrscheinlich die Integration nach wie vor nicht geschafft. Und man merkt dann halt da durch einen Verbandswechsel zum Beispiel, also durch den Präsidentenwechsel hin zur Roswitha Stadlower, ist das Ganze ein bisschen anders geworden. Wir sind mehr akzeptiert, weil sie eben auch eine Tochter hat, die in einer Randsparte im ÖSV
unterwegs ist und sie ganz genau weiß, was es bedeutet, eben finanziell nicht so gut ausgestattet sein wie jetzt die nicht behinderten Kollegen. Und das sind halt einfach so Themen, wo halt schon die Akzeptanz von beiden Seiten gegeben sein muss. Und ich habe mir einfach, wenn wir weiterschauen, wann macht es Sinn, den vorhandenen Zustand zu verändern? Ich habe mir einfach das als Leitsatz gemacht, wenn man selbst unzufrieden ist mit der Situation, wie es jetzt ist, und man Energie aufwenden möchte und kann, die Situation zu verändern, dann sollte man das auch tun. Sei es jetzt privat, beruflich, so wie bei mir jetzt da im Verband. Ich bin halbwegs noch jung, habe Energie, habe Vorstellungen, habe mittlerweile ein paar Kontakte und die möchte ich einfach nutzen, um die Parasparte auch weiterzubringen. Jetzt nicht nur rein die Paraski-Alpin-Sparte, sondern halt da generell den paralympischen, ja, die paralympische Bewegung in Österreich. Die paralympische Bewegung in Österreich ist recht jung. Wir haben seit 1998 gibt es erst das Paralympische Komitee. Und da gibt es einfach noch so viel zu machen, so viel zu tun. Und ich probiere dann halt mit meiner Erfahrung aus Sportlersicht das Ganze ein bisschen zu bewirken. Es ist ja natürlich auch schon ein Commitment seitens des IOC, also Internationalen Olympischen Komitees, beziehungsweise ja, als IOCs, dass wir die Paralympics drei Wochen nach den Olympischen Spielen am selben Ort abhalten können, oder es werden die Spiele abgehalten, was natürlich medial auch schon ein riesen Vorteil ist, weil man dann immer sieht, dass wir imstande sein, bei uns beim Skisport dieselben Strecken wie die nicht behinderten Kollegen runterzufahren. Ein bisschen verkürzt, aber es sind dieselben Strecken. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich Gedanken zu machen für sich, macht es einen Sinn, Kraft aufzuwenden, um eben da eine Veränderung herbeizuführen. Was treibt mich an? Also ich habe schon relativ viel geredet über was treibt mich an, aber im Prinzip habe ich schon ganz klare Vorstellungen, wo ich einfach die Akzeptanz ein bisschen in der Bevölkerung für den Parasport, für Menschen mit Beeinträchtigung ein bisschen schärfen möchte. Zum einen ist es sicherlich, dass mein Ziel ist, dass jeder zumindest wissen sollte, dass es Paralympics und Special Olympics gibt, den Unterschied wissen. Das heißt, dass wir halt Paralympics sind Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung und Special Olympics, da ist das O dabei, sind Athleten, Sportler mit mentaler Beeinträchtigung. Wir haben eigentlich eine ganz strikte Trennlinie und wir haben zwar jeweils sportliche Veranstaltungen, wobei man schon sagen muss, bei den mental beeinträchtigten Personen ist es Freude an der Bewegung und am Zusammensein und bei uns ist es mittlerweile schon richtiger Leistungssport, muss eigentlich da alles geben, damit ich da vorne dabei bin. Das ist einmal ein Ziel. Das andere Ziel ist natürlich die weitere Integration in den österreichischen Skiverband, die müssen wir ein bisschen noch weiter fördern. Sponsor-Akquirierung für das ganze Team ist auch ein Thema, weil nämlich bei uns so ist, der Mario Reiter ist im ÖSV für Sponsor-Akquirierung zuständig und der hat noch nicht gesehen, dass man mit Paralympicsportler Werbung machen kann und dass es Sinn macht, auch das Thema vielleicht CSR, also Corporate Social Responsibility, irgendwo auch den Firmen neu zu legen, in uns zu investieren und vielleicht damit uns Werbung zu machen. Weil würde es mehr Firmen geben, die mit uns Werbung machen, dann würde auch die Akzeptanz in der Bevölkerung rapide steigen, davon bin ich überzeugt, weil einfach wir mehr und öfter sichtbar gemacht werden würden. Ja, und was mir halt noch antreibt, ist ein relativ großes Thema. Ich möchte einfach haben, dass jede Familie, also die Eltern von behinderten Kindern, wissen, dass es gut tut, wenn ein
ihre Kinder mit einem Handicap Sport betreiben. Weil eins ist klar, ich würde nicht da so herumstehen, ich würde jetzt da auch nicht so um die Ecken gehen, würde nicht so viel Sport machen, würde ich einfach nicht da die Skelettmuskulatur so sozusagen so trainiert haben. Und das gehört einfach auch viel mehr, erstens einmal in den Schulen, auch bei Sportlehrern, ein bisschen breit getreten, weil halt einfach es sehr oft vorkommt, dass die einfachste Lösung ist, das Kind aus dem Sportunterricht zu nehmen, eine Freistellung, anstatt dass man halt mit den Eltern einen Konsens findet, dass das Kind im Sportunterricht teilnehmen kann, weil eins ist auch klar, im Sportunterricht wird gelacht, im Sportunterricht entstehen soziale Kontakte wie nirgendwo anders in der Schulzeit und wenn man da dann ein Kind außernimmt, dann ist es mehr oder weniger dann teilweise wie ein Fremdkörper, ist wieder eine Sonderbehandlung und da bin ich gerade ein bisschen am Lösung suchen beziehungsweise an Vorantreiben von einem Projekt, ein Pilotprojekt in Kärnten bei uns und mal schauen, wie das anläuft. Und das andere ist auch noch, dass eben auch in der Sportlehrerausbildung zumindest zwei Vorlesungen sein sollte, Turnen mit Handicap, weil es ist egal, ob jetzt ja, der Sportler oder der Schüler im Rollstuhl sitzt, immer Handfalt oder halbseitige Lähmung, wie immer. Man kann immer die Kinder einbauen, man kann immer Spiele, Aktivitäten suchen, wo alle mitmachen können. Ja. Dann, jetzt komme ich, das ist unser Team, Peking 2022. Man sieht relativ ein gestyltes Team. Wir haben mittlerweile auch dieselbe Einkleidung. Das ist auch Akzeptanz, meiner Meinung nach, wie die olympischen Kollegen. Wir haben nur da ein anderes Logo oben, also das paralympische Logo. Und sonst sind wir eigentlich komplett gleich ausgestattet. Mittlerweile, muss man echt sagen, geht das Hand in Hand. Wir haben auch zum Beispiel dieselbe Einkleidungspräsentation mit dem olympischen Komitee gemeinsam. Und wo halt einfach der Unterschied ist, dass wir ein viel, viel kleineres Team sein und ein kleineres Budget halt haben. Dann gibt es zum Glück Firmen, die doch Sportler mit einem Handicap akzeptieren und halt auch bewusst den Weg gehen, dass man vielleicht nicht jetzt unbedingt 20.000 Follower auf Instagram hat oder wie immer. Aber sie sehen einfach, was ein Sportler mit einem Handicap bewirken kann, nämlich auch CSR. Und da bin ich eigentlich froh und dankbar, dass ich relativ wenige, aber dafür sehr solide Partner habe, die mit mir arbeiten. Neo ist einer davon und wir haben zum Beispiel einen TikTok-Werbespot aufgenommen. Ja. Ich weiß nicht, der läuft jetzt nicht mehr, gell, Carina? Aber weil TikTok ja doch sehr gut bespült worden ist von euch. Aber es zeigt einfach, dass es auch junge Unternehmen gibt, die einfach auch die soziale Komponente, würde ich mal meinen, auch sehen. Und deswegen bin ich richtig froh, dass ich einer von den ersten Sportlern bei Neo war und nach wie vor dabei bin. Zum Abschluss möchte ich dann noch ein Video zeigen. Zum Abschluss möchte ich noch ein Video zeigen von mir und von Matthias Meyer, den ich sehr schätze, wo es natürlich schade ist, dass er aufgehört hat. Wir sind an und für sich recht gute Freunde. Wir haben beide recht wenig Zeit, deswegen sehen wir uns auch nicht so oft. Aber der Matthias Meyer hat quasi meinen Weg bereitet, weil er 2014 600stel vom zweiten, vom damals vom Innerhofer, Abfahrts Gold in Sochi gemacht hat, drei Wochen später bin ich mit 600stel Vorsprung vom zweiten Abfahrts Paralympicsieger geworden. Und das war natürlich medial, ist es in Kärnten
gut ausgeschlachtet worden, sage ich einmal. Wir haben relativ viel Medienberichte gehabt und das war, also ich würde sagen, wenn der Matthias mit 10 Hundertstel, also mit einem Zehntel Vorsprung gewonnen hätte, nachher wäre das wahrscheinlich nicht so passiert. Und dadurch, dass der Matthias auch ein sehr sozialer Sportler ist und sich auch für Ungerechtigkeiten oder gegen Ungerechtigkeiten eingesetzt hat, haben wir dann auch eben ein Video aufgenommen, um eben Jugendliche zu inspirieren, zu sagen, dass es auch Sinn macht, sich für Gleichberechtigung und Akzeptanz in der Bevölkerung einzusetzen. Ja, war der fünfte Versuch, man hat es glaube ich gesehen. Ein bisschen die Anspannung war schon da. Weil ich habe dann irgendwann einmal gesagt, lass dich nicht pflanzen, pflanz dich ein. Ja, somit war das meine Gedanken zum Thema Akzeptanz und wäre dann auch froh, wenn es ein paar Fragen gibt.